Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute teste ich das teuerste und luxuriöseste Hotel in ganz Berlin und go! Auf jeden Fall, Leute, hier kann man halt so verschiedene Sachen einstellen, also so Personal rufen. Das Ding ist einfach, man kann ja auch an diesem Telefon extra noch anwählen, dass man halt einen Arzt braucht oder was auch immer, oder Leute, die einem was besorgen. Das heißt, die besorgen dann alles, die waschen Wäsche. Man kann halt sagen, man möchte, keine Ahnung, irgendwie, ja, was Bestimmtes zu essen haben und dann besorgen die das einfach alles. So, man kann zum Beispiel sagen, man möchte von Five Guys Burger haben, so, und dann holen die einen Burger von Five Guys. Allerdings, die Rechnung, die dann kommt, ich will gar nicht wissen, was das kostet. Genauso wie das Infektionszeug. Wir haben erst gefragt, die welches haben. Die haben welches im Haus so, aber das Ding ist, die dürfen das nicht verkaufen, sondern nur für Kunden, die das benutzen dürfen. Und dann haben die auch gesagt, die würden den Concierge losschicken und der würde dann das auftreiben. Und dann meinen wir auch von wo, und dann meint der so, ja, der wird das schon finden. Also das sagt doch schon alles, oder nicht? Und hier, Leute, kann man quasi die Jalousien runterfahren. Leute, dann kann man auch hier vom Bett die Beleuchtung steuern, wie zum Beispiel diese Lampe oder auch diese Lampe oder auch diese Lampen oder auch diese Lampen. Auf jeden Fall, das ist so krass, wie ruhig es hier nachts einfach ist. Man hört gar nichts. Man kann total gut und lange schlafen. Und hier, gönnt euch einfach mal diesen View über Berlin. Schon geil. Und jetzt hier die andere Seite. Und zwar, Leute, das ist so Doppelverglas. Ich weiß jetzt nicht, das soll, glaube ich, sogar kugelsicher sein. Die Tür geht sehr, sehr schwer auf. Oh, die ist hier auf jeden Fall geschützt. Jetzt merkt man auch, es wird kalt. Hier ist nämlich eine Lüftung. Und hier ist so ein Zwischenspalt. Gönnt euch mal jetzt das andere Hotel. Ich glaube, das ist ein Hotel. Und man merkt auch, hier ist es laut, weil das ist eine normale Scheibe. Und wenn man das jetzt zumacht, zack. Schon krass. Gönnt euch mal, man hört einfach nichts mehr. So, auf jeden Fall, Leute. Ich habe gerade geduscht. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz die Dusche. Das ist ja unfassbar, ey. Und zwar komplett aus Marmor und Regenwalddusche. Es ist echt krass. Und hier kann man umswitchen. Einmal auf den und einmal oben auf dieses Regenwaldduschding. Und das switcht so schnell um, von warm auf kalt. Das ist echt unglaublich. Das sieht echt gut aus hier gerade, wie das reflektiert und so. Hier ist sowieso das ganze Badezimmer. Ist komplett Marmor. Natürlich bis auf hier so. Hier ist die Toilette. Auch wieder Marmorboden. Allerdings, Leute, die finde ich jetzt gar nicht so krass. Das ist auf jeden Fall in anderen Suiten heftiger. Hier ist noch ein Telefon. Da kann man auf jeden Fall jetzt, ja, jemanden, einen Arzt rufen oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall so eine Tür. Da kann man hier so, zack. Hier übrigens Lichtschalter. Das ist doch so geil. Wieder auf jeden Fall das Licht dämmt. Gönnt euch mal, wie langsam. Also, echt krass. Auf jeden Fall, Leute. Und was auch krass ist, ich dachte erst, was ist das hier denn? Das ist nämlich eine Fernbedienung. Da kann man jetzt hier im Spiegel den integrierten Fernseher mit anmachen. Ich zeige euch einmal und go. Und zack, gönnt euch mal, hier ist einmal jetzt ein Fernseher mit drin. Auf dem schwarzen Kontinent nennt man sie nicht umsonst Göttinnen der Verführung. Okay, ja, gereicht auch. Also, auf jeden Fall, Leute, hier an der Tür kann man auch verriegeln, also richtig cool. Dann hat man hier noch so ein Türspion, da kann man so durchschauen und schauen, was auf dem Flur so abgeht. Und Leute, auf jeden Fall, wenn man nicht gestört werden will, dann kann man hier rauf drücken. Und wenn man möchte, dass geputzt wird, dann hier rauf. Ich zeig's euch mal, dann ist grün. Jetzt haben wir es hier grün. Ich zeig's euch mal, jetzt mache ich das weg. Und jetzt nicht stören, rot. Also Leute, das ist doch mal mega geil. Hier immer noch so Tasten wie Licht und Master. Okay, Master ist das große Licht. Aber gönnt euch mal, wie wenig Drip diese Zimmerkarten haben. Einfach so komplett leer. So Leute, dann haben wir hier, ich zeig's euch mal, da hat man so Gläser und so. Und hier die Minibar, da fehlt jetzt schon ein bisschen was. Auf jeden Fall, Leute, hier haben wir so Red Bull, dann Coca-Cola-Sorten, Fanta, Orangensäfte, Cola, was auch immer. Und hier ist, glaube ich, Wein. Und Leute, in der anderen Schublade haben wir so Snacks mit Soft Close. Hier Wasserkocher und so. Und das Ding ist einfach, bei diesen hier, gönnt euch mal, hier so ein Maß. Oh, ich glaube, ich fasse hier besser nichts an. Ich weiß nicht, ich glaube, hier ist eine Waage drin. Leute, gönnt euch einfach mal diese Speisekarte hier. Das ist ja überkrass. Alter, hier, lasst das mal auf euch wirken, Leute. Hier zum Beispiel ein Maß. 5 Euro kostet der, 50 Gramm. Das heißt, das ist einfach mal ein kleiner. Danke. Und hier Coca-Cola, 6 Euro. Hier sogar Red Bull, 8 Euro, Leute. 8 Euro für eine Red Bull. So, Leute, auf jeden Fall, jetzt geht's schon. Ach, fuck, ich habe meine Badehose nicht an. Oh Mann, du bist so doof, oh, ey. Oh Mann, ey. Ach, fuck, meine Latschen. Ja, den kannst du gleich neu. Nee, ist mir jetzt echt zu doof, okay, mit dir.
Ich bin am Kudamm. Oh, man sieht es gar nicht. Auf jeden Fall, Leute, ich muss mir jetzt eine Badehose holen, denn ja, ich habe sie dummerweise zu Hause vergessen, was mich super ärgert. Das heißt, ich muss jetzt ersuchen, denn ich will im Hotel noch schwimmen. Leute, das Ding ist einfach. Es gibt noch Suiten, die sind noch ein paar Stockwerke über und die werden natürlich noch luxuriöser mit Badewanne und so weiter und auch vor allem auch krasseren Ausblick. Das Ding ist einfach, das Zimmer ist an der falschen Seite. Das heißt, ja, das ist ja nicht der Kudamm. Hätte ich ein Zimmer an der Seite, würde ich jetzt einen Blick auf den Kudamm haben und so weiter. Jetzt habe ich diese andere Seite, wo es halt ein bisschen ruhiger wird. Sieht leider nicht so schön aus, aber da gibt es noch deutlich schlimmere Zimmer. Zum Beispiel gibt es ein Zimmer, wo man einfach nur Baustelle sieht. Und da bin ich schon froh, dass ich hier außerhalb, da hinten so ein bisschen Baustelle, nichts erwischt habe. Glückssache, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, man kann aber, glaube ich, auch Zimmerwünsche abgeben. Aber ich weiß nicht, ob das in dieser Preisklasse geht. Also beziehungsweise bei dieser günstigen, teuren Preisklasse. Auf jeden Fall, Leute, sorry für die Lichtverhältnisse. Das ist ja jetzt gerade echt das Beste, was ich schaffen kann, weil es ist draußen dunkel und ja. So, Leute, das Ding ist einfach, ich habe an alles Mögliche gedacht. Bloß nicht an die Badehose. Es ist so ärgerlich. Auf jeden Fall, baden kostet 15 Euro am Tag pro Person und zusätzlich, wenn man in Spa-Bereich möchte, auch nochmal extra 15 Euro pro Tag. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre alles im Preis inbegriffen. Das finde ich schon mal schade, dass alles jeweils 15 Euro am Tag extra kostet. Parken kostet hier auch irgendwie 30 Euro am Tag oder so für ein Auto einfach. Auf jeden Fall, Leute, ich habe da eine Badehose gekauft. Ich wollte das eigentlich echt nicht tun, weil ich muss ja schon 15 Euro für Baden allgemein zahlen, was irgendwie so teuer ist wie ein Schwimmbad. Und dann musste ich noch 15 Euro für eine Badehose bezahlen, die ich sowieso gar nicht anziehen würde später, weil ich brauche sowas einfach nicht. Ich habe so viele Badehosen zu Hause und auch vor allem welche, die deutlich besser aussehen. Auf jeden Fall, Leute, ich muss dazu noch sagen, das ist nicht die krasseste Suite. Es gibt noch welche, die sind ein ganzes Stück weiter oben. Das hier ist der 12. Stock. Ja, auf jeden Fall, sieht die so aus. Die ist, wie man sehen kann, von Nike. Und das ist irgendwie so eine Hertha BSC Badehose. Die war auch Gott sei Dank im Sale. Und zwar 15 Euro habe ich dafür bezahlt. Obwohl, Leute, ich finde es, um ehrlich zu sein, trotzdem blöd, weil ich habe jetzt 15 Euro für die Badehose bezahlt. Dann noch 15 Euro fürs Baden, womit ich auch nicht gerechnet habe. Das heißt, schon wieder 30 Euro weg. Dann noch Geld für Tanken, Geld für Parken und so weiter und Essen natürlich auch. Ja, und jetzt bin ich noch ein bisschen krank, also top. Top, Leute. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr auf jeden Fall das Hotel findet und auf jeden Fall, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie auch unten in die Kommentare. Wenn sie gut sind, nehme ich sie auf jeden Fall dran. So, Leute, auf jeden Fall, hier ist der Flur. Das ist unnormal edel hier. Bin ich hier richtig? Ja. So, auf jeden Fall, Leute, jetzt was essen. Ich habe übertriebenen Hunger. Wir haben es, glaube ich, schon 15 Uhr oder so und ich habe einfach noch nichts gegessen. Wo ist der nächste Five Guys? Oha, 300 Meter, glaube ich. Okay, 2 Minuten zu Fuß. Route wird gestartet. Ziel, Five Guys. Weiter Richtung. Ich bin noch im Hotel, wir wollen jetzt nach Five Guys was essen, das ist hier 300 Meter nur entfernt. Und Leute, gönnt euch mal, diese Toilette ist quasi für alle hier zugänglich. Das heißt, jeder Hotelgast kann hier gehen und diese Atmosphäre ist so geil. Gönnt euch mal, wie cool das einmal aussieht hier mit dem Marmor. Und dann mit diesen Leuchtstreben hier. So, Leute, auf jeden Fall jetzt auf dem Weg nach Five Guys, gönnt euch mal, wie riesig das einmal ist. Das sieht alles so gut aus hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Dort hinten ungefähr ist es. So, Leute, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme mein Essen mit, weil ich habe so, mir geht es irgendwie nicht so gut, ich bin nicht so fit. So, Leute, auf jeden Fall hier lecker Pommes und Burger. Und dazu habe ich mir jetzt Fanta Traube geholt. So, Leute, auf jeden Fall jetzt aus dem Hotel raus, wie man sehen kann. Jetzt geht's was essen, würde ich sagen. Ich habe so einen Hunger um 2 Uhr nachts bekommen. Gönnt euch mal, wie leer das einfach ist. Auf jeden Fall, Leute, jetzt hier noch ein Döner. Gönnt euch mal, wie riesig das einfach aussieht. So ein Trump Tower einfach. So, Leute, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn sie gut sind, nehme ich sie auf jeden Fall dran. Und Leute, dieses Hotel ist echt überkrass. Sowas sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen. Wenn es euch gefallen hat, gebt eine positive Wertung, abonniert kostenlos den Kanal, um nichts zu verpassen und ciao.